Mein Name ist Sarah Jansen. Ich bin Resident im FabLab Karlsruhe. Dort, FabLab, das, ich denke, die meisten kennen den Begriff, wissen damit was anzufangen. Und im Lab haben wir den Lasersauer gebaut. So vom Herbst letzten Jahres bis eigentlich fast heute. Er ist noch nicht ganz fertig. Ich komme aus der Laserwelt. Ich mache Laserentwicklung in einem mittelständischen Betrieb in Karlsruhe. Mache Hard- und Softwareentwicklung. Und Laser machen mich glücklich. Das ist ein ziemlich großer Spaß zu sehen, halt eben, wie was abgetragen wird, wie Material sich umwandelt und so. Das ist echt schön. Das ist der andere in meinem Leben. Das ist das, was ich entwickle. Das ist ein Lasersystem, 1064 Nanometer, zwischen 10 und 50 Watt optisch, ist in irgendwelchen Fertigungslinien integriert, malt irgendwelche Barcodes auf irgendwelche Metall- oder Kunststoffteile oder beschriftet irgendwas. Das ist das, woher ich komme. Und der Saurier als komplett unterschiedliches System war eine Neuerung für mich. Das ist ein Gaslaser, das ist ein Faserlaser. War eine schöne Erfahrung, ist eine schöne Erfahrung. Darum geht es. Was ist der Saurier, woher kommt er, was sind die Eigenschaften davon, wie ist das Design, was sind die Pros und die Kontras von dem vorgeschlagenen Design, was haben wir gemacht, in was für Schwierigkeiten sind wir gelaufen, was haben wir besser gemacht. Zum Saurier selber. Es ist ein CO2-Lasersystem. Die Strahlerzeugung erfolgt in einer Glasröhre, die mit CO2 und anderen Gasen gefüllt ist. Die Wellenlänge ist 10.600 Nanometer, ist super gut für organische Materialien wie Holz, Kunststoffe, Gewebe. Es geht sogar Haut. Ich habe mal Experimente damit gemacht, aber das stinkt sehr fürchterlich. Der Saurier selber, das ist eine ziemlich große Kiste. Das sind knappe 1,40 Meter Breite und 80 Zentimeter Tiefe. Und das ist ungefähr so hoch. Und das funktioniert nach dem Plotter-Prinzip. Kennt ihr alle so XY, also einen Wagen, der in XY-Richtung verfahren kann? Das ist, wie der ganze Strahl aufgebaut wird oder wie die Strahlverteilung läuft. Ganz oben seht ihr die Röhre, halt eben dieses Teil, das ist so lang, hat so einen Durchmesser ungefähr. Da liegen dann, wenn gelasert wird, 3 kV an. Maximale Eingangsleistung sind 100 Watt elektrisch. Es kommen ungefähr 15 bis 20%, also 15 bis 20 Watt optische Leistung unten raus. Das geht dann aus der Röhre raus zum Spiegel 1, der steht fest, zum Spiegel 2, das ist die Y-Richtung. Das ist so ein großer Wagen, der wird halt eben hoch und runter verfahren. Und auf dem liegt die X-Achse. Das ist der Spiegel S3. Und da ist auch die Linse mit drin, die das Ganze fokussiert. Also es gibt da die zwei Ansichten, wie der Strahl verläuft. Ich denke, das ist deutlich. Im Kopf selber, beim dritten Spiegel, der lenkt das nach unten ab, senkrecht nach unten. Und dort ist eine Linse mit knapp 80 mm Brennweite. Die ist aus Zink-Selenit und die ist durchlässig für diese Strahlung von 10.000 Nanometern. Also das ist sehr weites Infrarot, sehr heftig Wärmestrahlung. Glas absorbiert das. Das heißt, man kann auch wunderbar Glas gravieren und, wenn man es hinkriegt, auch schneiden. Und die Zink-Selenit-Linse, die ist halt eben durchlässig für diese Strahlung. Die Spiegel selber, die sind aus Kupfer, sind poliert und oberflächenvergütet. Also die erste Generation Spiegel, die wir hatten, die waren goldbedampft, sieht schick aus, ist total toll. So lange, bis man es ein paar Mal geputzt hat. Und wir haben halt eben die Entdeckung gemacht, dass die Goldschicht so langsam aufgibt und die Laserleistung
die dann unten auf dem Material ankommt, immer weniger wird. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn das? Und so, dann haben wir neue Spiegel gekauft, die aus einem anderen Material sind. Ja, das ist eine etwas tricky Ecke. So, der Saurier, die Pros davon. Er ist günstig. Wir sind mit knappen 6.000 Euro davongekommen. Wenn man was Vergleichbares in etwas kleiner nimmt, zum Beispiel von Epilog, ist man bei einer Bearbeitungsfläche von DIN A3 bis DIN A2, also jenseits der 10.000 Euro. Es ist natürlich fertig aufgebaut, man muss da nichts mehr machen, man legt das Material an, klemmt einen Strom und Daten dran und dann war es das. Aber für die Größe, die der Laser hat und für die Leistung sind diese 5.000, 6.000 Euro schon ziemlich heftig günstig. Kommt auch dadurch, dass es ein Open-Source-Projekt ist. Was auch gut ist, was toll ist, man kann ihn tatsächlich selber bauen. Wenn man weiß, wie man Schraubendreher handelt, wenn man weiß, wie man Aluprofil gerade schneiden kann, wie man Löcher bohrt, dann geht das wirklich. Es ist gut als Gruppenarbeit. Wir haben das also im Lab mit so 10, 15 Leuten so insgesamt gebaut. Man kann das sehr schön aufteilen. Es gibt eine Mechanikgruppe, es gibt eine Elektrogruppe, es gibt eine Optikgruppe. Man kann das halt eben wunderbar so aufteilen. Dann super ist eben diese riesengroße Bearbeitungsfläche. Also 1,20 Meter, da kriegt man richtig große Holzplatten rein, mal 60 Zentimeter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Laserleistung, es gibt viel Leistung für wenig Geld. Die Röhre liegt im Bereich von 1.000 Euro. Die haben wir in Europa gekauft. Man kriegt sie in China günstiger, deutlich günstiger, aber dann weiß man nicht, was man kriegt und wie die Qualität ist und man hat keinen Ansprechpartner hier. Wir haben die halt eben bei einem europäischen Händler gekauft, der ebenfalls eine China-Röhre eingekauft hat, aber hat den Vorteil, dass wir wissen, wo wir hingehen können, wenn es ein Problem damit gibt. Und die Bedienung ist ziemlich einfach. Es läuft ein Webserver auf der Elektronik. Man bedient den Laser über einen Webbrowser, kann da SVG und DXF-Daten hinschicken. Der wandelt das in G-Code um und führt das Ganze dann aus. Man kann die Leistung einstellen, die Geschwindigkeiten einstellen. Das ist echt schön gemacht. Ja, er hat auch Nachteile. Was uns irgendwann aufgefallen ist, der hat keine Z-Achse. Also es gibt Laser, auch diese billigen China-Laser. Also man kriegt irgendwie so 40-Watt-System ohne jegliche Sicherheit für über den Daumen 1.000 Euro, hat eine A3-Arbeitsfläche und man kann das Ding in der Z-Achse verstellen. Das hat unserer leider nicht. Es geht, indem man den Linsentubus in der Höhe verstellt. Da haben wir ungefähr 50, 60 mm Varianz. Funktioniert bei irgendwelchem Plattenmaterial, aber wenn man irgendwelche anderen Objekte damit machen möchte, die vielleicht ein bisschen größer sind, ein bisschen höher sind, dann wird das eng. Das ist ein Nachteil, den wir auch irgendwann mal beheben wollen, vielleicht in der Version 2. Das ist, finde ich, einer der mechanischen unschönen Sachen. Dann im Originaldesign gibt es eine Leiterplatte, die auch von Lasersauer verkauft wird. Also die haben das Open-Source-Projekt. Alles ist published, alles ist Open Source, aber sie verkaufen halt eben auch die Teile. Und dazu gibt es eine Leiterplatte und die Anschlüsse für die Endstops von den Achsen und für die Hauben, für die Überwachung des Deckels, das läuft alles über billiges Patchkabel. Denn auf der Leiterplatte sind RJ45-Buchsen drauf. Das ist eine total billige Lösung, das kann man machen, wenn die Kabel nicht teilweise durch eine Schleppkette durchgehen. Habt ihr alles schon mal erlebt, irgendwie so ein Netzwerkkabel häufig bewegt, irgendwann gibt es Kabelbruch und dann sucht man und manchmal funktioniert es, wenn es so rumgelegt ist, wenn es andersrum gelegt ist, funktioniert es nicht mehr. Da fehlt den Entwicklern die Erfahrung anscheinend. Soweit ich das mitgekriegt habe,
kommen die eher aus der geisteswissenschaftlichen Ecke und Webdesign, so in diese Richtung. Haben also nicht den industriellen Background, der da vielleicht nötig wäre, um sowas anständig dauerhaft zu bauen. Ich kann es selber nicht nachvollziehen, aber mir wurde gesagt, dass einige Momente, einige Kraftmomente nicht gut aufgefangen sind. Ich bin Elektronikerin. Das gibt andere Leute, die das vielleicht später irgendwie nochmal beantworten können. Was uns viel, viel Schwierigkeiten, Kopfzerbrechen gemacht hat und auch zu den kaputten Spiegeln geführt hat, ist die Luftführung. Wir hatten ganz zu Anfang, einer der ersten Schnitte, hatten wir ein, weiß nicht, transparentes Material, Kunststoff, Polycarbonat oder ich habe keine Ahnung, und jemand meinte, ach, schneid das doch gerade mal durch, bis ich die Stichsäge und das wird gibt unsere obere Kanten. Ja, ist okay. Material reingelegt, Absaugung vergessen. Und wir hatten dann also eine halbe Stunde damit zu tun, das Lab wieder rauchfrei zu kriegen. Also es gibt eine riesengroße Rauch- und Qualmentwicklung. Und das Zeugs muss weg. In einem Linsentubus ist ein Pressluftanschluss, der halt eben den ganzen Qualm wegbläst von der Linse, von dem Schnittpunkt. Und es gibt halt eben die Absaugung, die den ganzen Qualm dann absaugt. Im Originaldesign ist es offen gelassen. Also in den Plänen ist einfach nur eine geschlossene Kiste mit, ja, kümmert euch mal um die Absaugung. Und ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, dass das Thema Absaugung nicht ganz trivial ist. Es gibt da Luftströmungen, man kann sehr schnell sich Verwirbelungen einhandeln. Es braucht ein gescheites Filtersystem, denn was da entsteht an Qualm und Aerosolen teilweise, das ist ziemlich gesundheitsgefährlich. Komme ich aber später nochmal zu. Dann, mein Liebling, die DIN EN 60958, sorry, ist die Norm, die sich um das Thema Lasersicherheit dreht. Da ist vorgeschrieben zum Beispiel, wie ein Notausschalter zu funktionieren hat. Es ist beschrieben, dass ab Klasse 3 ein Schlüsselschalter vorhanden sein muss, der das Lasersystem scharf schaltet. Und mehrere Sachen mehr, das haben die schlicht nicht berücksichtigt. Und ich weiß, dass es in Amerika ähnliche Normen gibt und die sind schlicht nicht befolgt worden. Und wenn jetzt ein Lab zum Beispiel oder ein Hackerspace, wie auch immer, wo es nicht diese Expertise gibt, nicht das Wissen um die ganzen Anforderungen gibt und die bauen sowas nach, dann kann das also zu ernsthaften Problemen führen. Da zum Beispiel jemand macht einen Deckel auf und hat nicht aufgepasst und jemand anderes macht die Quelle an. Es kann sehr unschön werden. Also CO2 brennt sich tief und heftig in die Haut rein. Das geht also mehrere Millimeter tief. Ja, Mechanik. Wie wir sehen, also das ist die rechte Seite von dem Querbaum, der in Y-Achse verfahren wird. Das sind jetzt die beiden oberen Kugellager. Es gibt unten drunter, also wenn das hier der Baum ist, hier sind zwei Kugellager und dann ist mittig noch eins unten drunter, das gegen wiederum ein Profil drückt und die Distanz sind so 6, 7, 8 Millimeter zwischen dem Aluprofil und dem Kugellager. Ja, eher so Richtung 10 Millimeter. Und wenn man das Ganze jetzt so festmacht, dass sich da nicht bewegt, dann fangen irgendwann an, diese Schrauben sich zu bewegen oder zu verbiegen. Und dann wird das Ganze wieder locker. Hätte man anders lösen können, die Aufnahme von den Kräften von dem Zahnriemen hätte auch besser gelöst werden können. Aber das sind so Sachen, die erst im laufenden Betrieb aufgefallen sind. So, und wo man auch wirklich mechanische Expertise eigentlich braucht, um das im Vorfeld zu erkennen. Da sind wir ganz eiskalt reingelaufen, dass dann irgendwann sich dieser Baum so drehen ließ und wir uns wunderten, warum wir keine Energie mehr aufs Material gekriegt hatten, weil dann plötzlich alles dejustiert war. So, die Elektronik. Das Gelbe, die gelbe Linie sind die 5-Volt-Versorgung.
Das, die grüne ist ein Ausgang für PWM zur Röhre. Die beiden anderen, ich habe es vergessen. Und die untere, die pinke, die geht auch zur Laserröhre, zum Netzteil. Es ist also so, das Netzteil kriegt 230 Volt, ist durch ein Notausrelais abgesichert. Es gehen zwei PWM-Leitungen zu dem Netzteil, was aus der PWM dann nachher einen Strom moduliert. Und irgendwie ist dieses Netzteil nicht ganz sauber, es feuert auf diesen PWM-Leitungen ganz heftig Störungen zurück. Das sieht also elektrisch so aus, wir haben ein BeagleBone Black, so rum, wir haben ein BeagleBone Black, das kriegt Daten von außen über ein Netzwerk, dann geht es seriell, RXTX ohne Handshake, geht es zu einem AVR-Mikrocontroller, der interpretiert G-Code, was das BeagleBone generiert. Und der AVR steuert die Schrittmotoren und steuert die Laserquelle. Und wir hatten uns gewundert, wir wollten es justieren, nachdem ich die Spiegel getauscht hatte, so, wir machen einen Schuss auf Thermopapier und danach war die ganze Chose abgestürzt. Und dann also wieder neu starten, wieder auf die Nullposition gehen, die nächste Position anfahren, einen Schuss machen, das Ganze neu starten und. Dann hatten wir uns überlegt, das muss irgendwie, woher kommt das? Und dann hatten wir einen Scope genommen, was Besseres, hatten das halt mal an die Leitung dran geklemmt und uns ist also wirklich die Kinnlade runtergefallen. Das sind Pegel von jenseits plus minus 10 Volt, die da zurückkommen. Und natürlich bringt das diesen armen AVR, das ist ein Mega 3 irgendwas, bringt es ganz heftig zum Crashen. Und der nimmt dann auch das BeagleBone mit und dann steht die ganze Anlage. Die Elektronik selber ist in Fritzing gemacht. Ich soll nicht so viel damit spielen. Die Elektronik selber wurde in Fritzing designt. Fritzing ist gut, wenn man ein Breadboard hat und da drei Widerstände, zwei Transistoren und eine LED hat. Da kann man das wunderbar miteinander verdrahten. Dafür ist das auch gedacht. Dann haben angefangen, Leute daraus einen Schaltplan zu malen. Wer sich ein bisschen mit Elektronikdesign auskennt, weiß, dass es sinnvoll ist, wenn man irgendein Signal anklickt, das halt eben durchgehend seinen Namen und das wird dann gehighlightet und man kann Sachen verfolgen. Funktioniert beim Fritzing nicht. Dann haben die unglücklicherweise eine Leiterplatte daraus generiert. Ohne durchgehende Masseflächen mit Störungsmöglichkeiten noch und nöcher. Das Ding ist alles andere als EMV-Safe. Ich habe mich dann da reingekniet. Ich habe etliche Wutanfälle gekriegt wegen diesem Fritzing. Das ist grauenvoll. Ich frage mich, wie man sowas auf die Menschheit loslassen kann. Und nicht nur das, sondern halt eben wirklich das eigentliche Elektronikdesign ist kompletter Mist. Ich habe jetzt mal beispielhalber im Eagle 2 auf der linken Seite den Ausgang zur Röhre und den Eingang, beispielhaft einen Eingang von den Stoppschaltern, von den Endstops, so aufgemalt. Für die Röhre, das kommt direkt aus dem Mikrocontroller auf diesen Steckverbinder und geht 1:1 auf die Röhre drauf. Völlig unabgesichert, da ist nichts, keine Masse drumherum, da ist keine Filterung, kein Eingangsschutz, kein gar nichts. Genauso bei den Eingängen, das ist der auf der linken Seite der untere Teil. Alle Störungen gehen 1:1 auf den Mikrocontroller drauf. Wenn man halt eben diese Leitung neben einem Schrittmotorleitung hat oder vielleicht noch neben der Netzspannungsleitung, dann wird das irgendwann interessant. Man kann anfangen, Fehler zu suchen. Und es war teilweise nicht ganz trivial. Was ich dann gemacht habe, ist, sieht man auf der rechten Seite, ich habe halt eben ein bisschen Leiterbahnen aufgetrennt, habe erstmal so eine kleine Ferritperle da reingelötet, dann habe ich 100 Nanofarad gegen Masse gelötet, um sowas wie einen LC-Filter zu haben und dann habe ich gegen die Spannungsspitzen einfach noch eine 10er Diode von 4,7 Volt gegen Masse gelötet. Resultat war, am Mikrocontroller gemessen, es kam wirklich ein wunderschöner Rechteck raus und es kamen keine Störungen zurück. Hatte zur Folge, dass wir deutlich häufiger mehr als einen Schuss
hintereinander machen konnten. Das hat also beim Kalibrieren ungemein geholfen. Es war immer noch nicht das Gelbe vom Ei, weil es von anderer Seite immer noch Störungen gab, die dann auch das Beaglebone in die Gruft gerissen haben. Und unsere Vermutung ist, dass eben durch dieses wunderbare Elektronikdesign letztendlich das Beaglebone auch Spannungsspitzen gekriegt hat und das ist eben, was maximale Eingangsspannung angeht, ziemlich zickig. Also es mag 3,3 Volt, aber bestimmt keine 5 Volt. Das ist nicht 5 Volt tolerant. Ja, weitere Veränderungen oder was wir getrieben haben. Unsere Sorge war, die auch nicht ganz unberechtigt war, in der Zeit der Justierung. Wir haben oben die Röhre, dann kommt der erste Spiegel und der geht dann auf den Schlitten drauf, auf den ersten beweglichen Spiegel drauf. Und um zu sehen, man muss ja erstmal ausprobieren, um zu sehen, ob das justiert ist, muss man halt eben einmal einen Schuss machen. Und wenn man den Spiegel nicht trifft, kann es entweder in das Plexiglas von der Haube gehen, was legitim ist. Dieses Plexiglas ist nicht dran, also da lässt die Infrarotstrahlung nicht durch. Das fängt dann an, sich zu verfärben, fängt an, so ein bisschen zu blubbern. Man hat genügend Zeit, weil man riecht, was da passiert. Man kann Acryl damit wunderbar schneiden. Das ist total cool. Und deswegen haben wir halt eben so eine Keramikplatte. Das ist eine ganz poplige, handelsübliche Fliese aus dem Baumarkt. Und die braucht lange, bis da irgendwas passiert. Zumal, wenn der Strahl nicht fokussiert ist, sondern der hat halt eben Strahldurchmesser von, das variiert alles so ein bisschen. Das ist halt eine China-Röhre. So zwischen 6 und 8, 9 Millimetern Strahldurchmesser ist das, also der Rohstrahl. Das braucht eine Weile, bis diese Fliese anfängt, warm zu werden. Thema Fliesen. Wir hatten, wie im Bauplan vorgeschlagen, den Boden mit Kapton beklebt. Also Kapton kennen einige vom 3D-Druck. Das ist ein sehr, sehr hitzebeständiger Kunststoff als Folie mit Klebe dran. Man kann damit auch wunderbar Leiterplatten abkleben, also Teile abkleben, die in einem Lötbad nicht gelötet werden sollen. Es ist ziemlich hitzeresistent. Aber diese Striche, die ihr dort seht, das ist der Strahl, nachdem er fokussiert, aus dem Fokus wieder rausläuft und aufgeweitet ist auf ein paar Millimeter. Und einfach das Kapton wegbrennt. Und dann haben wir halt eben Keramikfliesen draufgelegt. Und auf der linken Seite bei den Keramikfliesen diese schwarzen, diese dunklen Striche. Das ist halt eben der Holzqualm. Der Teer, keine Ahnung was. Ich habe mir das nicht genau angeschaut. Der Laser kommt von oben, hat irgendwo seinen Fokus und es kommt gleichzeitig die Pressluft durch den Tubus durch, wo auch der Strahl durchgeht. Das heißt, das Ganze bläst nach unten. Dann schneidet der Strahl durch das Material durch und durch die Pressluft werden halt eben die Gase und der ganze Qualm wird nach unten geblasen und der Strahl weitet dann auch wieder auf. Das heißt, das wird da an der Stelle ein bisschen wärmer und das Ganze schlägt sich nieder. Und auch auf den beiden Querholmen. Also das ist extrem lecker. Das müssen irgendwelche Teerverbindungen sein. Ich weiß es nicht wirklich. Wenn jemand Chemiker ist, kann er ja für Aufklärung sorgen. Die Haube, die hat eigentlich, wie soll ich das erklären? Also die Haube kommt von so und hier ist jetzt ein Aluprofil, schließt so. Das ist nicht zulässig nach der Norm. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass ein Spalt ist und durch unglückliche Reflexion kann es tatsächlich passieren, dass da zwar kein fokussierter Strahl mehr rauskommt, aber dass da immerhin noch Strahlung austritt, die schädlich sein kann, zumindest irgendwie. Ich möchte das Ding wirklich nicht auf die Haut kriegen, auch nicht unfokussiert und so. Und dann haben wir halt eben, vielleicht sieht man das, dieses Ding hier, das ist einfach so ein Winkel, den wir da dagegen geschraubt haben. Und der Deckel schließt hier in diesem Bereich. Also es ist ein Strahlengang, es ist eine Falle, eine Strahlenfalle, so ein Labyrinth.
Was wir auch gemacht hatten, ist, wir haben eine andere Röhrenhalterung genommen. Das Originaldesign, das ist so ein Halbrund mit einem Scharnier dran und dann kommt also von der einen Seite, hier ist es befestigt und kommt von der anderen Seite so ein Halbmond da drüber und aus Metall, alles schön aus Aluminium, aus dem Dicken rausgeschnitten. Und das war uns ein bisschen spooky und auch von der Befestigung her war das halt so ein, naja, befestige das mal und werd glücklich. Es funktioniert nicht. Wir haben eine Kunststoffhalterung genommen, die ein bisschen sanfter ist und die man in der Höhe verstellen kann. Und das ist nachher eine ganz wichtige Geschichte, wo ich später nochmal drauf komme, ist, dass der Strahl überall in dem ganzen System in derselben Höhe ist. Weil sonst letztendlich der Strahl nicht senkrecht durch den Tubus durchgeht, sondern ein bisschen versetzt und dann gibt es da Reflexion und dann werden die Schnitte ungenau. Das ist eine ziemlich frieselige Geschichte und es ist wichtig, dass man die Sachen alle justieren kann. Bei den Spiegelhaltern komme ich später noch zu, ist es nicht so, aber bei der Röhre geht es. Die kann man Höhen verstellen. Ja, Luft nochmal. Auf der rechten Seite, das ist im Deckel, dass dieser Staub an dieser Strebe, das ist halt eben das, was durch Verwirbelung, durch unsere ungünstige Luftführung entstanden ist. Es gab also wirklich Wirbel, die beim Schneiden hin und her gingen und wie eine Schneewehe teilweise sich an manchen Stellen wirklich verstärkt niederschlugen, dann ist dann halt eben irgendwie so ein, keine Ahnung, da kann man sehen, wie die Luft gerade gegangen ist. Es sind dann manche Stellen besonders beschlagen. Andere Stellen sind wieder total sauber. Wir hatten es dann probiert dadurch, dass wir den Lufteinlass mit einer Pappe irgendwie so ein bisschen separiert hatten, dass halt eben die Luft einmal oberhalb und einmal unterhalb durchströmt. Auf der anderen Seite wird es abgesaugt. Das hat ein bisschen was gebracht, aber nicht wirklich ernsthaft das. Und dann nochmal bei dem Zahnriemen, es schlägt sich überall nieder und versifft alles und schlägt sich wahnsinnig schnell auf den Spiegel nieder. Also ein Schnitt von zwei Minuten Lasern hat man eigentlich fast schon die Linsen wieder putzen können müssen. Nein, müssen, weil halt eben die Laserleistung runterging. Wir haben es gelöst. Auf der rechten Seite sieht man, dass das ist auf der rechten Seite vom Gerät auch. Es kommt von der linken Seite rein, streicht über den ganzen Schneidraum durch und wird nach unten hinten abgesaugt. Und das auf der linken Seite, das ist ein Filterkasten, den wir jetzt gebaut haben. Das ist ein mehrstufiger Filter aus verschiedenen feinen Filterstufen. Das Blaue ist zum Beispiel ein HEPA-Filter, die davor grün, gelb, rot, die filtern gröbere Partikel. Die sind dann nicht so teuer wie der HEPA-Filter und die sammeln beim Holzschneiden zum Beispiel erstmal diesen ganzen Teerkram raus. Und dann das Schwarze zum Schluss ist ein Aktivkohlefilter, der halt eben letztendlich auch diesen ganzen Gestank rausnimmt. Denn Holz ist okay, man ist den Geruch gewohnt vom Grillen oder mal Lagerfeuer machen, so, das ist nicht so dramatisch. Was unangenehm ist halt eben bei Kunststoffen. Erstmal ist das Zeugs gefährlich für die Gesundheit und es stinkt erbärmlich teilweise. Und dafür sind halt eben diese mehrstufigen Filter da. Und dann das Gebläse, das saugt den... Das wälzt im Lab innerhalb von 10 Minuten einmal komplett die Luft um. Ist besonders lustig im Winter, wenn man alle Türen zu hat, man will ein bisschen lasern, ist es gerade kuschelig warm, irgendwie abends um 10, die Heizung hat langsam angefangen zu funktionieren. Und dann kommt jemand auf die Idee, lass doch mal ein bisschen lasern, so ein paar Minuten. Und man wundert sich dann, warum wird das hier jetzt gerade kalt? Gnadenlos, da... Innerhalb von 10 Minuten ist die Luft einmal umgewälzt. Das ist der Nachteil dabei. Eine andere Sache, die wir aus der Lüftungsgeschichte gelernt haben, ist, dass wir halt eben auch die Spiegel schützen müssen. Auf der linken Seite, das ist eine CAD-Zeichnung von dem Originaldesign, wie wir es bis vor kurzem auch verwendet haben.
Es ist der Tubus, das Gelbe. Darüber sitzt halt eben der Spiegel. Und das Ganze ist ungeschützt. Und wenn jetzt halt eben diese ganzen Wirbel da rumgehen und der ganze Qualm, der schlägt sich dann nieder, weil das halt so mitten im Zug sitzt, haben wir uns überlegt, wir machen eine Haube, noch mit einem Glasröhrchen, dass halt eben wirklich möglichst wenig Qualm da reinkommt. Wenn wir den jetzt die Tage fertig kalibriert haben, dann werden wir das mal testen und ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist bis jetzt noch Grauterie, aber das könnte tatsächlich funktionieren. Es ist viel mit Experimentieren, hat das zu tun. Gut, elektrisch. In dem Originaldesign war ein Notausschalter vorhanden. Hinten am Gerät. Also wenn irgendwas passiert, muss der Deckel geschlossen sein, damit man halt eben über das Gerät so rüberlangen, back, Not ausdrücken kann. Das ist ein bisschen Blödsinn, denn wenn irgendwas passiert, dann will man ganz schnell reagieren und dann ist man vielleicht sogar im Panikmode. Dann muss irgendwie dieser riesengroße rote Schalter irgendwie ganz, ganz schnell erreichbar sein. Irgendwie so, man steht an der Kiste, so baff, Not aus. Das haben wir geändert. Der hat halt eben eine neue Position und es gibt ein richtiges Not-Aus-Not-Halt-Relais. Das heißt, man drückt den Not aus, man beseitigt die Gefahrenquelle, wenn da irgendwie von der Mechanik was gecrasht ist oder irgendwas angefangen hat zu brennen oder so, dann drückt man Not aus, beseitigt das Ganze, zieht, löst den Not aus, sieht, dann ist passiert erstmal gar nichts. Und dann muss man tatsächlich einen Taster betätigen, um den ganzen Kram wieder zu releasen. Das ist also von der Theorie her, auch aus dem Maschinenbau und Anlagenbau eben, heißt es so, das ist ein bewusster Vorgang, dass man nicht irgendwie, man haut drauf und zieht das Ganze wieder und dann macht es gerade so weiter, sondern das ist, dass man halt eben auch aufpassen, also sich dessen bewusst macht, dass es nicht so ein Selbstläufer ist. Dann haben wir Schalter, die gibt's gleich nochmal als Bild, für Luft, für die Kühlung und für die Laserquelle. Die sitzen in Reihe und die Haubenschalter. Luft und Wasser, also die Röhre ist wassergekühlt, sitzen in Reihe zu dem Enable für die Strahlquelle. Für das Netzteil. Das heißt, man kann jetzt den Strahlquellenschalter einschalten, es passiert erstmal gar nichts, wenn Luft und Wasser nicht eingeschaltet sind. Erst wenn die beiden laufen, dann lässt sich die Strahlquelle auch einschalten, also das Netzteil. Dann gibt es zwei Schalter für den Deckel. Sobald man den Deckel 2 mm anhebt, es ist noch alles dicht, sobald man ihn ein bisschen anhebt, wird das Enable für den Strahl unterbrochen und das Licht geht sofort aus. Das heißt, also man kann es wunderbar Laser machen, macht den Deckel auf, der Strahl ist sofort unterbrochen, nimmt irgendwie das Teil raus, was da gerade irgendwie kokelt, macht den Strahl wieder. Ist natürlich Blödsinn. Wenn es kokelt, kümmert man sich drum. Aber wenn man den Deckel öffnet, dann ist sofort der Strahl unterbrochen. Ist im Originaldesign irgendwie so ein bisschen mit drin, aber irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend. Und wir haben es dann halt eben ein bisschen anders gelöst. Dann beim Bau, als wir dann anfingen, diese Netzwerkkabel zu konfektionieren, ich guckte mir das an und ich sagte, nee, das funktioniert nicht. Die sind ja in dieser Schleppkette drin und das wird immer hin und her gefahren, immer hin und her gefahren. Und das mag vielleicht ein paar Tage gut gehen, ein paar Wochen gut gehen. Aber irgendwann fängt irgendein Kabel an, mau zu werden und es wird spröde und es gibt einen Kabelbruch. Und dann wundert man sich, warum dieser oder jener Grenzschalter zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Warum, wenn der Schlitten an Richtung Nullposition fahren will, warum der dann immer weiter und er ist doch schon am Anschlag und der arme Schrittmotor wird überlastet und so. Dafür haben wir dann schleppkettentaugliches Kabel genommen. Das ist jetzt von der Firma Ölflex aus Stuttgart, beziehungsweise Lapp. Die machen ganz fantastische Kabel, die für Schleppketten geeignet sind. Ich werde nicht gesponsert, aber ich habe mit dem Kabel gute Erfahrung gemacht. Es ist sehr flexibel und es ist abendlich. Man kann es nehmen. Und es hat auch anständigen Querschnitt und so, das passt schon alles. Das ist unser Control Panel.
Einmal auf der rechten Seite der große Hauptschalter, der macht alles an. Dann geht auch das Licht im Deckel an. Dann kommt danach das Kühlaggregat, der Chiller. Dann kommt die Luft. Es geht halt eben der Lüfter an und es springt der nervige Kompressor an, denn wir brauchen ja auch schließlich Pressluft in der Düse. Das ist alles ein bisschen noisy, aber nun gut, es hilft. Dann kommt der Schalter für die Strahlquelle. Es ist nicht ganz schön, aber unser Gedanke war, wir haben die Norm über Lasersicherheit und da heißt es halt eben, dass die Strahlquelle erst eingeschaltet werden kann, nachdem man mit einem Schlüsselschalter oder mit einem Schlüsselschalter Keypad einen PIN eingegeben hat oder Sie sprechen von einer Magnetkarte, die dann durchgezogen wird. Okay, aus dem Alter sind wir alle raus. Im Moment ist es halt eben mit einem richtig schönen Vorhängeschloss. Es gibt einige Leute haben halt den Schlüssel dazu und die wissen, was sie tun. Und die dürfen dann halt eben den Laser aufschließen. Man kann mit dem Wagen hin und her fahren, man kann alles Mögliche ausprobieren, es kommt nur kein Licht raus. Daneben, das ist noch so mal die zweite Barriere, das ist ein Schlüsselschalter, der im Notaus sitzt. Und zwar sitzt er in Reihe zu dem grünen Taster. Also wenn man die Maschine startet, macht einen Hauptschalter an, dann leuchtet das E-Stopp-Relais für mach mal was. Dann drückt man den grünen Taster und dann zieht das E-Stopp-Relais an und gibt halt eben die Motoren frei und prinzipiell auch die Laserquelle. Und das ist ganz praktisch in der Zeit, wie wir sie jetzt gerade haben, wo der Laser dann noch irgendwie komplett dejustiert ist. Es gibt wenige Leute, die den Schlüssel dazu haben und wir können dann einfach sagen, wir schließen die Maschine ab, dann passiert nichts. Dann kann auch keiner hin und her fahren und da irgendwelchen Crash machen oder so. Das ist so ein bisschen als Second Line of Defense sozusagen. Ja, wir haben ein bisschen an der Elektrik gespielt, die Tage. Wir haben nämlich das Problem auf diesem Controllerboard nicht endgültig in den Griff gekriegt. Das Beaglebone scheint einen Schlag weg zu haben. Das crasht bei jedem schiefen Angucken. Und wir sind dann beigegangen und haben das rausgenommen und sind direkt auf RX und TX zwischen Beaglebone und AVR gegangen, über einen USB-Seriellwandler auf einen Embedded-Armboard, was außerhalb ist. Und das funktioniert jetzt tatsächlich wieder. Das wartet noch auf seine Einhausung. Und es funktioniert. Ja, das ist echt schön, es funktioniert. Und bei Gelegenheit, das heißt bei uns immer, ja, nach der GPN. Also nach der GPN wird es langsam Zeit, dass wir uns tatsächlich um eine neue Steuerung kümmern, um eine neue Elektronik. Da gibt es verschiedene Designmodelle. Da müssen wir uns noch einig werden, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen. Dass wir aus den verschiedenen Ideen, die da sind, dass wir da eine schöne Synthese machen und eine feine Leiterplatte, die dann natürlich Open Source ist und dass andere die auch verwenden können. Gut, eigentlich ist das der letzte Punkt, aber der ist ziemlich tricky. Das Thema Kalibrieren. Das ist jetzt der erste Spiegel nach der Röhre. Man sieht also das Ende von der Röhre und den ersten Spiegel. Und wir hatten rumprobiert und gemacht und getan und hatten gemerkt, dass wenn wir den wenn wir den zweiten Spiegel nah dran haben und ein Stück Papier, ein Thermopapier davor haben vor dem Spiegel und machen einen Schuss und dann fahren wir zum Ende und dann machen wir noch einen Schuss, dann liegen die irgendwie auseinander. Und dann kann man das an den beiden Rädern justieren. Und wir haben gemerkt, dass wir die zwar schon irgendwo irgendwie übereinkriegen, aber nicht wirklich. Und dann spätestens vom zweiten zum dritten Spiegel stimmte dann überhaupt nichts mehr und das war nicht mehr korrigierbar. Und dann sind wir darauf gekommen, dass letztendlich die Höhe
von dem Spiegel nicht stimmt. Und dass dann auch die Position auf dem Aluprofil auch nicht stimmt. Das heißt, ich habe in einer größeren Operation diesen ganzen Winkel ausgebaut, habe es in den Spiegel geputzt und musste das dann halt eben einige Schrauben auch rausschmeißen, um das 2 Millimeter höher zu ziehen. Und dann habe ich das wieder eingebaut und es war halt eben wirklich ein Schätzen. So, ja, müsste ungefähr 2 Millimeter sein, lass mal 2 Millimeter probieren und dann irgendwie, dass das Ganze gerade ist. Und das war also alles mit viel Glück, ist das gerade geworden. Und dann haben wir gemerkt, ja, aber die Position stimmt immer noch nicht. Und dann das Ganze wieder auseinanderbauen und es ist ein fürchterlicher Krampf gewesen. Was da verbesserungswürdig oder was eine super, super, super sinnvolle Erweiterung ist. Es gibt bei diversen chinesischen oder auch bestimmt europäischen Lieferanten gibt es billige Spiegelhalter, die kann man mit Rändelschrauben irgendwie in XY und auch in Z-Achse verstellen. Das heißt, man kann diesen ganzen Spiegel, ohne jetzt den Winkel vom Spiegel selber zu verändern, kann man im Raum verschieben, neu platzieren. Das ist auch eine der Nachteile vom Originaldesign. Wir haben das mit diesen beiden Profilen gelöst. Im Original war da einfach nur ein Blechwinkel, der den Spiegel aufnimmt. Aber das ist alles so unpräzise. Und wir haben gelernt, es kommt da, also eine Millimeterabweichung ist verdammt viel. Gerade bei solchen Leistungen. Und dann schießt das dann halt eben der Strahl so ein bisschen auf den Spiegelhalter mit drauf. Das kann man vielleicht schön sehen bei dem linken Bild. Es ist noch der originale goldene Spiegel und der ist in so einem Rahmen drin. Und dieser Rahmen, der steht halt eben noch 3 Millimeter weiter vor. Und man kann also ganz, ganz leicht darauf schießen. Also der Spiegel sieht riesengroß aus. Das sind 25, 28 Millimeter Durchmesser. Der sieht wunderbar groß aus. Aber wenn das Ganze nun schräg steht und der Strahl da drauf tritt und dann halt eben noch an diesem Rand vorbei muss, der in diese Richtung steht, dann ist das Fenster letztendlich für eine mögliche Position ist ganz, ganz klein. Das heißt, wir haben also einen Strahldurchmesser von, ich sag mal, 8 bis 10 Millimetern und insgesamt haben wir dann noch 2 Millimeter Luft zum Richtigmachen, zum Justieren. Und in so einem mechanischen Setup geht das halt eben so ziemlich überhaupt nicht. Es hat irrsinnig viel Arbeit gekostet. Mehrmals haben wir den auseinandergenommen und wieder neu zusammengebaut. Eben so, lass mal ein Stückchen höher. Wir wissen nicht wie viel, aber lass mal ein Stückchen höher. Und lass mal probieren und dann irgendwie so eine halbe Kalibrieraktion durchführen und dann merken so, nee, wir müssen noch mal einen halben Millimeter höher. Die Spiegelhalter sind total toll. Sie sind wirklich gut und die Rändelschrauben, das ist alles ölgedämpft und man kann wirklich sagen, ich drehe irgendwie nur ein paar Grad und das funktioniert wirklich gut, aber es fehlen halt eben die Verstellmöglichkeiten in den 3 Achsen. Also für jeden, der das nachbaut, nehmt andere Spiegelhalter. Ja, abschließend kann ich sagen, andere Elektronik, andere Spiegelhalter, das Systemdesign, das elektrische Systemdesign überdenken, die Norm lesen, die DIN EN60850, die ist sehr aufschlussreich. 60850-1 geht um allgemeine Lasersicherheit. Die 60850-4 geht um Laserschutzgehäuse und welche Leistung bei welchem Material als Schutz zulässig ist. Also die beiden Normen sollte man wirklich lesen und auch verstehen. Ich bin auch gerne bereit zu erklären und auch da weiterzuhelfen. Hier auf der GPN oder später auch per Mail oder so. Das ist kein Thema. Genau. Ich danke euch. Wer Fragen hat, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Ihr könnt mich per Mail anschreiben. Ich lebe im FabLab Karlsruhe. Und ich bin eigentlich fast jeden Tag da. Fragt mich. Löchert mich, schreibt mir. Ich möchte mich bedanken, auf jeden Fall beim FabLab Karlsruhe. Ohne dieses Team wäre das nämlich nicht möglich gewesen und das ist riesengroßer Spaß. Also
Das in der Verpackung ist übrigens die Röhre. Die ist so ein bisschen filigran. Und das ITAS, das Institut für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe, das ist letztendlich eine Finanzierung durch das ITAS gewesen. Ohne diese Finanzierung hätten wir den Laser nie gehabt. Nochmal einen riesengroßen Dank an das ITAS. Genau. Wenn Fragen sind, bitteschön. Ja. Wegen dem Netzwerk nochmal, was habt ihr da für Bandbreiten? Was müsst ihr übertragen zwischen den? Also wegen dem Netzwerkkabeln. Da kommt Mikrofon. Ja. Oh, danke. Was braucht ihr? 100 Mbit, 1 Gigabit? Nein, es geht schlicht und ergreifend darum, dass es... Du meinst das Kabel zu dieser Hauptleiterplatte. Es geht um billig, es geht um verfügbar. Es ist nur eine Strippe, es ist nur ein Kabel mit einem RJ45-Stecker. Warum tut es dann nicht verlöten einfach? Das ist in diesem Originaldesign. Also wir werden das in Zukunft für die neue Leiterplatte werden wir komplett andere Steckverbinder nehmen, die auch industriell... Den Steckverbinder einfach weglassen, einfach wenn du nur 100 Mbit brauchst, kannst du ja auch Das geht gar nicht um Bandbreite, das ist DC. Das ist Schalter geschlossen, Schalter geöffnet. Mehr ist das nicht. Es ist wirklich nur dieses Netzwerkkabel genommen, weil dort schon fertig ein RJ45-Stecker drauf ist. Man kann da auch einen M8-Rundsteckverbinder oder man kann Sub-D9 zum Beispiel nehmen. Es ist komplett irrelevant eigentlich, dass es Netzwerkkabel ist. Bis auf den Punkt, dass es billig ist, dass es verfügbar ist und dass auf der Leiterplatte diese RJ45-Buchsen, die sind super billig und du kriegst sie in allen Varianten, bei allen Distries, kriegst du die für extrem kleines Geld. Deswegen hat man halt eben dieses Patch-Kabel genommen. Das ist einfach, wenn jemand besonderen Zugang zu anderen Herstellern hat und halt eben kiloweise dieses Kabel mit diesen Rundsteckverbindern, mit den M8 oder M12 Rundsteckverbindern kriegt, dann wird jemand sowas wahrscheinlich genommen haben. Aber für einen normalen Mensch, also man geht in den Computerladen und kauft sich halt eben 10-mal irgendwie 2,5 Meter Patch-Kabel, schneidet das irgendwie durch, verlötet die Sensorik da dran und benutzt einfach nur dieses Ding als Strippe, was einfach schon fertig diesen Steckverbinder drauf hat. Das hat also mit Ethernet und Geschwindigkeit und solchen Sachen absolut nichts zu tun. Es kommt auch nicht darauf an, dass es verdrillt ist und auf welche Weise das verdrillt ist, sondern es ist einfach billig. Billig verfügbar und einfach zu machen. Mit was für einer Technologie werden die Motoren dann angesteuert von dem Board? Stepdir. Also von dem AVR, der kriegt ja vom BeagleBone, kriegt der G-Code. Und der AVR interpretiert den G-Code in Stepdir-Commands. Also Stepdir ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, also Richtung und Schritt. Schrittmotortreiber funktionieren, haben als Minimum-Interface eigentlich einmal einen Puls für jetzt mach einen Schritt, 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 Schritt. Und dann gibt es ein zweites Bit, was sagt, dreh links rum, dreh rechts rum. Und das ist dieses Step-Dir-Interface. Kommt kein Schritt, kein Step, bleibt da stehen. Und egal wie dann die Direction ist. Das ist so dieses Minimal-Interface für 95% oder 90% aller Schrittmotortreiber. Es gibt dann noch viele andere Sachen mehr drumherum mit Haltestrom und Microstepping und solche Geschichten, aber prinzipiell ist das Stepdir. Und das ist auch in dem Originaldesign nicht vorgesehen, dass man zur Laufzeit oder irgendwann anders das Microstepping verändert zum Beispiel oder irgendwelche Halteströme. Also das kann man machen, wenn wir jetzt ein neues Board designen, dass wir dann von Trinamic zum Beispiel irgendwelche Baustellen nehmen, die über SPI programmierbar sind, wo man dann Halteströme machen kann und das und jenes und Überwachung. Aber selbst die funktionieren so, dass sie letztendlich mit Stepdir ankommen oder Stepdir haben wollen. Mal fragen? Ja? Ja, bitte. Die Justierung der Laser, die macht ihr momentan mit der Hand. Und wenn ihr jetzt damit XYZ Justiereisen da hin und her hantiert,
Habt ihr euch vielleicht mal überlegt, das elektronisch, also optisch und elektronisch zu machen? Also, dass ihr irgendwie vielleicht ein Foto macht oder das guckt, der Laser schießt immer kurz ab und dann macht ihr ein Foto und guckt, okay, wie viel Mikrometer verschiebt sich der Laser und dann drehe ich an dem Motor, also das ganze System vollautomatisch sich justieren lässt? Ist das mal eine Idee gewesen oder mal ein Ansatz oder viel zu kompliziert oder never whatever? Also träumt man davon schon, ne? Überhaupt keine Frage. Wir denken an einen anderen Weg oder zwei andere Wege. Der eine ist, dass wir zwischen Strahlquelle und erstem Spiegel einen Shutter haben, der auch einen Laserpointer einkoppeln kann. So funktioniert es bei den Lasern, die ich entwickle. Das mechanische Shutter, wenn der geschlossen ist, dann kann halt eben über einen Spiegel, der auf dem Shutter draufgeklebt ist, kann ein roter Laserpointer eingekoppelt werden. Und der hat genau den gleichen optischen Weg wie der eigentliche infrarote Strahl. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir am Tüfteln sind, dass wir halt eben den Tubus rausnehmen mit der Linse und ein Rohr reinstecken, wo ein Laserpointer drin ist, das halt eben genau senkrecht geht. Und das war dann in den ganzen Pfad entgegengesetzt aufziehen, zumindest überprüfen. Denn der große Nachteil ist, wir sehen nicht, was wir tun. Wir haben das so, wir haben Thermopapier, also kennt man ja von Kassenzetteln, einmal mit dem Finger drüber schnipsen, so mit dem Fingernagel, dann wird das dunkel. Das legen wir direkt auf die Spiegel drauf, beziehungsweise auf die Spiegelhalter, also im 45-Grad-Winkel zum Strahl. Wir haben uns eine Schablone gemacht, errechnet, wie muss der Strahl aussehen, wie eierig muss der Strahl aussehen, an welcher Position muss er sein, damit es die ganze Geschichte letztendlich aufgeht. Und so machen wir das, wir bappen da einen vor, schießen da mal ganz wenig Leistung drauf, dass wir auch sehen können, wie die Energieverteilung im Strahl ist. Die ist nämlich teilweise kreisförmig, wirklich als Donut, und dann verändert es sich zu einem Fleck, sehr spannend zu sehen. Und so machen wir das. Das ist total primitiv. In einem industriellen Umfeld wäre das eine Geschichte von lass mal automatisch machen. Es gibt auch super kleine Schrittmotoren, die sowas machen können. Aber der Aufwand, die Elektronik zu machen und die Software dafür zu schreiben, die Sensorik zu haben, wir können es nicht stemmen. Aber die Idee ist auf jeden Fall richtig, das automatisch zu haben, dass man mit dem Laser, mit dem Kopf irgendwie eine bestimmte Position anfährt oder fünf verschiedene Positionen, da sind Sensoren drin und man weiß genau, wo man hinfährt und die Sensorik guckt, wie ist denn die Strahllage und dass es dann herumrechnen kann und so. Also sinnvoll ist das auf jeden Fall. Ja, dorthin. Habt ihr mal probiert, einfach von hinten von der Laserröhre mit einem Justierlaser durchzuleuchten, durch die Röhre? Weil dann habt ihr ja im Prinzip genau die optische Achse von eurer großen Laserröhre und könnt... Haben wir gemacht. Wir haben uns, wir nennen es den Mockup, gedruckt, so Halterungen, da ist eine Laserdiode drin und das Ganze passt halt, hat die ähnlichen Abmaße, zumindest bei der Röhrenhalterung, wie die Originalröhre. Das ist alles justiert und alles sehr stramm gemacht mit einem Aluprofil, dass alles schön gerade und winklig ist. Und damit haben wir die erste Justierung gemacht. Sind dann aber letztendlich nicht auf diese Problematik gestoßen, dass zum Beispiel der erste Spiegel zu tief war. Das haben wir damit nicht erschlagen. Und es ist ein guter Ansatz, aber letztendlich, da der Strahl von einem Pointer, der ist ja fokussiert oder er ist kollimiert, der hat halt einen Strahldurchmesser von einem Millimeter oder so. Und dann leuchtet man halt auf den Spiegel drauf und das sieht alles super toll aus. Aber dann kommt man mit dem realen Laser an, mit dem realen Strahl und da hat dann plötzlich 7 Millimeter Strahldurchmesser. Und dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann liegt man plötzlich auf dem Rand, liegt man plötzlich auf dem Rand von dem Spiegelhalter drauf und im auf dem Papier, wieso ist er nicht rund? Warum ist der macht dann so und irgendwie so wie ein angefressener Kreis. Was soll das? Wo kommt das her? Okay, dann hat man
ist es halt eben passiert, dass wir damit auf den Spiegelhalter geleuchtet haben. Pointer ist toll, man muss sich aber bewusst sein, welche Limitierungen oder wo da die Limits sind. Mit dem kann man da denn nicht alles erschlagen. Noch Fragen? Gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine schöne GPM.